Here I am, back again. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession von Stranded Deep. Ja, ich habe gerade schon mal einen Anfang gemacht und war an der gleichen Stelle und habe es schon mal versucht. Leider gingen meine Tasten im Spiel nicht. Und meine Maus auch nicht. Ich teste das mal schnell, bevor wir jetzt hier groß ich mich wieder verlabere und dann doch wieder von Anfang anfangen muss. Das wäre natürlich doof. Ich hatte vorhin schon ein paar Probleme, weil es abgestürzen ist beim... Warum geht das denn nicht? Das gibt's doch gar nicht. Ja. Ja, willkommen zurück im Spiel. Ich habe es jetzt irgendwie gelöst. Und zwar waren die Tastenbelegungen irgendwie falsch eingestellt. Ich habe keine Ahnung... Hoppla, woran das... Jetzt geht's auch irgendwie nur sporadisch, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich... Was? Probleme. Dann bin ich wieder... es sieht jetzt gerade so aus, als würde es gehen. Na, an Land paddeln. ja, also das ist ja wieder totales Chaos. Ne? Bei Eve ist es wieder totales Chaos. Ich habe keine Ahnung, das ist einfach Eve. Aber es kann auch sein, dass durch das letzte Update oder sowas hier total was in die Hose gegangen ist. Ich versuche es jetzt einfach mal, ich zock's jetzt mal. Zock it like it's hot. Ja, sehr witzig. Ich gucke jetzt erstmal, das war jetzt hier die erste Insel in der Nähe, die wir jetzt gleich mal unser eigen gemacht haben. Ich habe vorhin da vorne schon gesehen, Moment, ich gehe noch mal kurz zurück. Müssen wir ein bisschen sondieren, was wir hier haben. Das da vorne sieht aus, als wäre da ein Frack. Underwater. Auf dem Weg nehmen wir natürlich schon mal die Stickies mit. Da ist ein Kumpel von uns. Das ist der, wie heißt der, Balduin? Der natürlich an dem Wrack auf uns wartet. Ich habe übrigens, als ich zwischenzeitlich hier schon mal reingelinst habe, ja, ob alles funktioniert, habe ich festgestellt, dass die Haie mega aggressiv geworden sind. Und vor allem... Oh, guck mal! Geil, ein Rochen! Ein Stachelrochen! Ich werd irre. Sehr, sehr geil. Aber schnell mal wieder an Land. Ich war vor allem nachts unterwegs. Und nachts ist der Hai förmlich ausgeflippt. Also ich war in einem Wrack drin und bin nicht rausgekommen, habe mich da reingeglitscht und konnte nicht mehr rausglitschen. Und der Hai hat draußen, ist seine Bahn geschwommen, so richtig aggro. Das war schon krass. Da habe ich schon ein bisschen Muffe gekriegt, muss ich sagen. Deswegen, ich bin etwas eingeschüchtert. So, schauen wir mal. Ah, sehr geil, ein Airtank. Das ist doch schon mal klasse, das freut uns doch schon mal sehr. Da hinten, na gut, die Inseln sind alle gleich weit weg, glaube ich. Ich habe übrigens gelesen und nicht auswendig gelernt, die Patch Notes haben ja einige Neuerungen gebracht, die wir ja gerade schon gesehen haben, ne? Den Stachelrochen, das ist natürlich sehr geil. Dann meine Lieblingsneuerung, es gibt jetzt scheinbar einen weißen Hai, der in tieferem Wasser schwimmt, was mich sehr freut. Und ja, ich bin gespannt, wann wir dem das erste Mal begegnen, wahrscheinlich nachdem uns seine Kumpels oder so vom, was? Vom Boot geworfen haben. Mist. Because why not? Geil, was ist das denn? Was? Okay, das habe ich jetzt eingepackt. Ich bin natürlich wieder voll. Jetzt suchen wir uns mal ein Ställchen. Wo fangen wir denn mal an, hier unser Lager aufzuschlagen? Hier haben wir so eine kleine Bucht. Das finde ich irgendwie ganz nice. Bleiben wir überhaupt auf der Insel? Erstmal die Frage, weil die ist ja schon sehr klein, ne? Die ist schon sehr klein, aber ich glaube, wir haben relativ viele Inseln in der näheren Umgebung. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Hier ist auf jeden Fall eine Yucca-Palme. Ich gucke mal, ob wir noch ein Kartoffelpflänzchen haben. Das wäre natürlich auch nice. Dann hätten wir schon mal für den kleinen Hunger zwischendurch immer schon mal was da. Das ist nochmal eine Yucca-Palme. Das ist die gleiche wahrscheinlich, weil ich jetzt im Kreis gelaufen bin. Nee, ehrlich gesagt ist es nicht so der Shit hier, ne? Also, der positive Shit ist es nicht. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, erstmal gucken wir jetzt hier rein. Awesome steht da. Wahrscheinlich, weil das Spiel mich so gefoppt hat. Guten Tag, ich bin von FeedX. Rechtsklick. Wie kann ich das jetzt benutzen? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich das nur nicht benutzen kann, weil die Tasten einfach nicht belegt sind. Oder weil... Also weil die falsch belegt sind oder so. Da ist doch gar nichts dran, oder? Das ist ein Scheiß. Ich glaube, das ist ein Scheiß. Also,
kann es nehmen und habe aber nichts davon. Awesome, awesome, awesome. Tja, ich möchte es jetzt auch eigentlich nicht mehr rumschleppen, weil wahrscheinlich einfach Luft drin ist, ne? Das wäre natürlich irgendwie doof. Dead Eggs. Die Dead Eggs, das hat mir meine Ex-Freundin. Ich habe keine Ex. Was? Bla? Ja, ich weiß nicht. Einen Stein draufhauen geht auch nicht. Ich glaube, ich packe mir jetzt mein Dings hier voll und paddel mal noch zum nächsten Strand. Beziehungsweise ich suche mir eine neue Insel. Weil das ist mir irgendwie ein bisschen. Guck mal, da sind ja nur 1, 2, 3, 4, 5 Palmen. Naja, gut. Ja, aber. Ich bin mir nicht sicher. Ich gehe auf jeden Fall jetzt mal schnell noch tauchen zu diesem Ding da hinten. Das ist kein Wrack, glaube ich. Das ist einfach nur genau sowas, wo so eine Kiste liegt. Da gehe ich mal fix hin. Hoffe, dass der Balduin noch nicht kommt. Hoppala. Was mit dem Schwimmen habe ich auch noch nicht so raus. Da ne? Bin ich auch nicht ganz so wief. Ja, toll, Knife. Naja, gut. Wir wollen uns mal nicht beschweren, ne? Finden. Oh! Das. Ja. Wir wollen uns mal nicht beschweren über das, was die Erde uns gibt. Nee, mit dem Knife habe ich schon. Genau, ich schon versucht aufzumachen. Ja, pass mal auf. Dann nicht lang schnacken hier. Wir fahren jetzt mal zur neuen Insel. Und das Päckchen haben, lassen wir einfach hier, weil wir wissen ja, dass das hier ist. Ne? Ich packe mir jetzt nochmal die Täschchen voll. Da, 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 da. Mit einer Frauenkranz Healing. War ich da schon? Nee, da war ich doch auch noch nicht. Man sagt mir das doch mal. Doch, da war ich schon. Ach, tja. Mann, Eve, setz dir doch mal deine Okulare auf. So, so, so. Ach komm, nee, einen muss ich doch Platz lassen, glaube ich, für das Paddel, ne? Ich glaube, ich kann gar nicht so viel mitnehmen. Pass mal auf, dann lassen wir mal ein paar Steine hier. Wir können ja zurückkommen. Und nehmen jetzt das Paddel und paddeln zu einer anderen Insel. Scheiße. Mann, aber welche Insel ist denn wohl die nächste? Und vielleicht sterben wir auf dem Weg dahin schon. Ja, jetzt ist Entscheidung gefragt. So, ich ziehe mir auf jeden Fall das jetzt mal wieder ins Wasser und wir besuchen jetzt am besten mal unsere lieben Freunde wieder springen. Warum funktioniert jetzt alles? Ich bin echt verwirrt. Schauen wir mal. Wahrscheinlich werde ich mitten auf dem Wasser. Ich nehme die Insel. Die wirkt am nächsten dran. Oh mein Gott, ich kann man sich noch 5 Minuten kann ich mir schon in die Hose machen, ne? Ich habe früher übrigens in meiner Test-Session, die ich gespielt habe, High-Musik gehabt. Ich hoffe, sie kommt jetzt auch. Was ist denn das da unten? Oh, das ist eine Schildkröte. Ah, so eine kleine. Ich will doch einfach nur wieder zurück auf meinen. Ich gucke einfach gar nicht. Das ist so ein Trick, ne? Einfach nicht ins Wasser gucken. So, das ist schön. Auf jeden Fall, ich kann jetzt ein bisschen was erzählen. Ich bin gerade ein bisschen aufgekratzt, weil ich glaube, ich Hai-Musik höre. Rechts ist ein Wrack. Da vorne ist ein Hai. Oh, bitte nicht, ey. Bitte nicht. Flucht nach vorne, du Arsch! Oh, Entschuldigung. Wie komme ich da wieder rein? Entschuldigung, Entschuldigung. Schreien, das ist die Insel, von der ich komme, ne? Ich glaube, da muss ich ein bisschen den Pegel anpassen. What the fuck? Ich glaube, es hakt. Alter Vater. Ey, da war. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Da war ja die letzte Aufnahmesession Walk in the Park, ey. Hätte ich das gewusst, hätte ich mir vorher irgendwie einen genommen. Nein! Können denn nicht Delfine kommen und den verscheuchen? Boah, boah, meine Nerven. Warum bin ich nicht auf der Insel geblieben? Oh, der lässt mich ja nicht in Ruhe. Mama. Boah, ey, im wahren Leben. Das gibt's nicht. So Arschlöcher sind Haie nicht.
Boah, du kleine Bremsbirne. Jetzt pass mal auf hier. Bitte lass mich doch jetzt einfach in Ruhe. Es kann nicht sein, dass du dich die ganze Zeit chased hier. Ich meine, stalken ist ja okay. Boah, ey, mein Puls, ne? 180, wenn's reicht. Ich krieg schon so Spannungskopfschmerzen kriege ich schon, weil ich so viel Blut im Kopf habe. Hilf, denk nach, du musst eine Lösung finden. Guck mal da. Ja, wird der Stress denn etwa vielleicht belohnt? Da ist ein Rochelstachen, der wahrscheinlich von unten jetzt mit seinem Stachel in unser Boot rochelt. Wir kennen ja alle die tolle Geschichte von, wie heißt er denn nochmal? Ich muss kurz durchatmen, ey. Boah, ich hyperventiliere ja schon völlig. Von hier Crocodile Man, wie heißt er denn? Ach ja, ich komme nicht drauf. Mir fällt das bestimmt noch ein. Der von einem Stachelrochen getötet wurde. Ein Leben lang hat er seinen Kopf in die Mäuler von Krokodilen gesteckt und wurde letztendlich von einem Stachelrochen erstochen. That's life, ne? So, das Arschloch. Ich geh jetzt hin. Und, boah, guck mal, ey, wie nah der auch kommt. Der ist richtig aggro. Boah, vergiss es, mein Freund, ne? Sei denn, du lernst an. Ja, komm her. Zack. Boah, Alter, was war denn das für eine Höllenfahrt? Boah, guck dir das mal an. Wie der böse auf mich ist. So. Ja, Leute, ich muss ja jetzt dann eigentlich. Ich muss auf dieser Insel bleiben. Ich kann ja jetzt diese Insel nicht mehr wechseln. Naja, wir haben auf jeden Fall hier einen Wrack, in dem nichts ist. Doch, da ist was drin. Ich kann schon mal reingucken. Habe ich gerade schon wieder Heimmusik gehört? Kriege ich das nicht auf? Ach ja, hier. Fool! Don't be. Ah, Flippers! Ach, ich bin voll. Scheiße. Ich habe in einem anderen Let's Play gesehen, dass man die einfach anzieht. Jetzt pass mal auf, jetzt werfe ich erstmal das Zeug hier hin. Aber so viel geiles Zeug ist hier nicht, ne? Ja, egal. Jesus. Jesus Christ. Jetzt räumen wir erstmal das Zeug hier weg. Hey, ich habe immer noch Puls, ne? Glaub mal. So, das packen wir auch mal hier hin. Ich weiß, ihr liebt meine Ordnung. So viel ist schon mal klar. Ich ja auch. Sehen wir erstmal hier die Flippers. Ja, genau, siehst du, die ziehst du da nicht direkt an. Das ist geil, das finde ich gut. Das war's schon, aber wir wollen uns jetzt mal nicht beschweren. Das ist ja schon ziemlich geil. Wir haben auf jeden Fall schon mal. Fool. Don't be a fool. Tank. Für unser Motorboot. Ja, geil, wir müssen jetzt unbedingt wirklich ein Motorboot haben, weil sonst machen uns die Haie ja total fertig. Ich meine, da überleben wir ja kein Dings. Kein Tag. Guck mal, wie schön das aussieht. Screenshot-Action! Da, 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 da. Ich bin jetzt echt, ich bin immer noch völlig aufgekratzt. Es tut mir echt leid, weil das ist ja annoying, aber ich. Kriege schon wieder Paniknase laufen und alles. Alles mit dabei wieder heute. Ja. Ach, guck mal hier. Ist da unten vielleicht noch was? Verspricht was zu sein, aber ist am Ende wieder nichts. So, na toll. Jetzt beruhig dich, Eve, beruhig dich. Von der Insel sind wir, glaube ich, gekommen. Das ist die, die am nächsten dabei ist. Dabei. Das habe ich aber auch noch nicht gesehen hier, ne? Nee, da ist aber auch nichts. Okay, der Hai ist nicht mehr da. Er hat scheinbar abgelassen. Er hat einen abgelassen. Ich sammle jetzt hier erstmal ein. Erstmal schön hier ein bisschen wieder. Ich weiß gar nicht. Essen muss ich ja erstmal nix. Soll ich mich jetzt hier wirklich niederlassen, Leute? Soll ich oder nicht? Hier sind so wenig Steine. Sagt sie und sammelt Hände voll ein. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Jetzt pass mal auf. Safe Game. Damit ihr jetzt mal seht, dass ich das auch gecheckt habe.
Ja, was zu essen muss ich mir nicht machen. Ich bin noch, oh Gott, wann hört das denn endlich auf? So, erstmal schön alles einsammeln, erstmal gucken, was wir hier haben, ne? Einen kleinen Kassensturz, sage ich ja immer so gerne.